Ich war im Kindergarten schon eine Kanone ohne Scham. Hab ich den Mädchen die Haare lang gezogen. Mir war schon damals völlig klar, so ein Typ wie ich, der ist hier rar. Ich war halt anders als die anderen, ungelogen. Auch in der Schule spürte ich, das ist hier alles nichts für mich. Die ganzen Pickelkinder in der Pubertät. Da hatte ich Besseres im Sinn, zum Beispiel meine Lehrerin. Hat mir geholfen, stets beim Turnen am Gerät. Man nennt mich Dandy, den coolen Dandy. Und nicht umsonst, denn alle Damen spüren mein Flair. Sie lieben Dandy, den coolen Dandy. Und jede liebt mich hinterher noch umso mehr. Am zweiten Tag in meiner Lehre hat mich vom Chef die Sekretärin nur mal angeguckt und schon war alles klar. Ich machte ihr danach den Hof, das war rein zeitlich etwas doof, weil da eine Menge Mist und Dreck zu fegen war. Man nennt mich Dandy, den coolen Dandy. Und nicht umsonst, denn alle Damen spüren mein Flair. Sie lieben Dandy, den coolen Dandy. Und jede liebt mich hinterher noch umso mehr. Bei meiner Frau, bei mir zu Haus, da spiele ich die brave Maus. Und deshalb darf ich alles machen, was sie will. Ich trinke kein Bier und guck kein Sport und gehe nie alleine fort. Und wenn sie sauer ist und brüllt, dann bleib ich still. Nun werden manche Männer gucken, mein Gott, wie kann der nur so ducken, auch noch denken, so zu handeln wäre klug. Das ist der Trick, man stellt sich dumm, so kriegt man alle Frauen rum. Von dummen Männern kriegen Frauen nie genug.